Pelle haben wir hier schon. Das ist schon mal von Vorteil. So. Mal ein bisschen Platz geschaffen. Iridium. Das ist natürlich schon sehr schön. Gut. Okay, jetzt haben wir hier mega viel verschiedene Ingots, einzelne Ingots vor allem. Pulsating Iron, Dark Steel Ingot, Redstone Alloy Ingot. Alter. Okay, das Bit geht per Doppelrechtsklick, das ist schon mal schön. Da müssen wir nicht so lange uns dran aufhalten. Können wir alles per Rechtsklick einfach reinlagern. So, Glowstone kommt dahin. Bisschen Nating. Ja, genau. Iridium Shard. Das ist halt auch sowas. Iridium. Wann findest du mal Iridium Shards? Ist das Tin? Nee. Das hier ist Tin. Okay, per Ding kann man die alle klein machen. Wo mache ich jetzt die Diamanten rein? Machen wir mal so. Ist halt viel zu wenig Platz für das ganze Zeug, was wir jetzt schon haben. Und wir haben eigentlich noch nicht viel. Mana-Stil. Ey, rutsch mir doch sonst wo runter. Das reicht nicht. Das Lager ist zu klein. Das sag ich jetzt schon. Okay, wir können ja noch ein bisschen. Wir können hier ja schon noch ein bisschen aufräumen, ja. Also bei Eisen würde ich. Ich mach's jetzt einfach mal so. Es ist halt auch schon großkotzig gedacht gewesen, was ich hier gemacht habe. Das muss man schon dazu sagen. Ah ja, da Platz, da Platz, da Platz. Oh nee, scheiße. Hier rein. Ja, Aluminium, nein. Wenn man das so betrachtet, dann ist natürlich wieder deutlich mehr Platz. Ja, Moment, das ist falsch. Ingots kommen oben. Dann wird hier schon wieder, ja, wie gesagt, mehr Platz sein. Dann haben wir hier jetzt Platz für den Redstone. Ich weiß gar nicht, ob ich Lapis-Blöcke habe. Ich glaube nicht. Jetzt schon. Die Nuggets kann man ja alle wieder zusammen craften und dann kommt ein Grundelement meistens raus. Deshalb, das ist ganz geschickt.
Mach die mal alle noch ein bisschen entfernter von da. Ey, das ist wirklich schon jetzt pervers viel. Ich habe wirklich noch nicht viel gemacht. Ach, es ist halt schon doch fast halb voll. Somit ist dieses Projekt erstmal abgeschlossen, glaube ich. Muss mal gerade was essen holen. Ja, alles unten, was unten sein muss. Was essen. Mal gucken, ob wir ein Sandwich machen können. Apple Jelly Sandwich. Brot. Ich esse Fleisch. Hühnchen nehmen wir auch noch. Hühnchen, da müssen wir uns mal eine Fabrik bauen. So. Guck, Porkchop. Also ich überlege jetzt mal gerade. Wie man das da unten machen. Das ist auch nämlich noch eine andere Kuh. Wenn du mit der Schaufel links klickst, glaube ich, auf Erde. Nee. Genau. Dann gehe ich mal kurz hier ein bisschen. Ich nehme schon mal die Zäune mit. Warte mal, ich kann auch gleich noch ein paar mehr machen, weil. Brauchen tun wir sowieso. Jetzt sind das Birkenzäune geworden. Einmal mit Profis. Nein! Mir schon so oft passiert. Falsch rumgedingst. Ja, kann ich daraus keine Zäune machen? Ist ja doof. Ich brauche noch mehr Zäune, sonst brauche ich da nicht runtergehen. Ich gehe jetzt nicht wegen drei Zäunen darunter. Und da war ja mein Creeper, ey. Ist ja gut, dass ich gerade das hier abbaue und es Nacht wird, gell? Optimal. Thank you.
Okidoki. Warte mal, ich pflanze gleich nochmal ein paar neue. Gut. Also ich bin zufrieden mit der Leistung, die ich euch bisher hier so gezeigt habe. Es könnte natürlich noch ein bisschen schneller vorangehen. Aber alles in allem machen wir auch gute Fortschritte. Von dem her bin ich nicht so traurig. So, jetzt muss ich mal gucken, wie rum war das jetzt nochmal mit den Türen. Das sind Zäune. Dann ist in der Mitte Holz, Türe. Guti. Dann können wir hier mal runtergehen und ein paar Zäune platzieren. Das geht ganz schön lange nach unten. Also ich würde sagen, ich werde hier dann wieder ein Level angleichen. Vielleicht vorher die Schaufel reparieren sollen. So, wenn sich jetzt einer fragt, wieso hast du denn überhaupt ein Modpack genommen und hättest du auch in Vanilla die Burg bauen können, sage ich ja, aber da hätte ich natürlich nicht besseres Werkzeug kriegen können. Ja, da hätte ich ja nur das Vanilla-Werkzeug gehabt. Nur das Vanilla-Werkzeug gehabt und darauf hatte ich natürlich dann weniger Lust, sage ich jetzt mal. So, die Höhe hier müssen wir erreichen. Auf die Höhe kommt dann der Bauernhof. Terraform. Man muss natürlich dann gucken, wo welche Tiere hinkommen. Es soll alles Mögliche an Tieren hier dann vorhanden sein. Vor allem halt Kühe, Schafe und Hühner, Kühe, Schafe und Schweine.